und willkommen zu einer weiteren Folge. Und wir waren bei dem, ja, diesem Turnier stehen geblieben. Wir wollen das nächste Turnier in Angriff nehmen. Ja, das sagt die Challenge da aus. Oh, 2300. Ah, schlechtester Auto im Feld. Hat aber mehr am HP. Wird mal trotzdem mal. Ja, das riecht mich ein bisschen offen mit dem Girl. Ey! Nicht mein Auto kaputt fahren. Oh Leute, wo geht's denn hier lang? Dummes Taxi, ey! Und das haben wir locker in der Tasche. Hey, und wieder $2000 gewonnen. Kann man auch nehmen. Immer her mit der Kohle. Ich brauche Kohle, ich brauche Kohle, 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 Kohle. Ich will mir ein neues Auto holen. Deswegen brauche ich Kohle. Money, money, money. Sehr gut in dem Spiel ist, der Gegenverkehr macht sich schon ziemlich früh bemerkbar. Also man hat genug Zeit, um auszuweichen. Das war jetzt nicht schlau. Ach du Scheiße, jetzt geht es auch noch rückwärts hier. Hätte ich ja noch Tee trinken können. Und wieder gewonnen. Herrlich. Und wir sind noch gut bei der Zeit. Na, Kumpel, ich brauche Kohle. Du brauchst sie nicht, ich brauche sie. Bring. Thank you.
Mann, Leute, nervt nicht. Und fertig. Ah, vielleicht finden wir noch das eine Event. Ach so, ah, da ist ja noch eine Serie. Wir haben 500 HP.
Uiuiui. Ob ich gegen den Mazda ankomme, weiß ich nicht. Eine gute Beschleunigung. Ach, wir machen erstmal gegen den hier. Machen wir auch nichts verkehrt. Oh, 5 Minuten noch. Uiuiui, was geht denn hier ab? Weg da. Alles japanischer Mist hier. Erstmal deutsche Werksarbeit hier dran. Aber ich merke, die Gegner werden immer gefährlicher. Weil ist mein Cheddar zu langsam. Ups. Warum gibt ein schnelleres Auto? Aber trotzdem $2000 gewonnen. Ja, sie werden immer gefährlicher, merke ich gerade. Oh, yo, warum geht's denn zu viel runter? Wir hoffen, das Rennen ist gut, die Strecke. Und da bin ich nämlich im Problem. Kaputt schrotten.
Wow. Kohle und Ende. Oh, und wir haben 10. Wir haben ein kleines Längeproblem. So, und das letzte Rennen werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bei SRS.